Hey und herzlich willkommen zu Divinity Original Sin Enhanced Edition. Hallo Luzi. Hey. So, wo wollen wir denn hin? Na, wir müssen einfach weiter die Karte aufdecken, schlage ich vor. Ich habe keine Ahnung. Ich folge dir. Denk dran, lass die Madora vorgehen. Ich habe gerade umgestellt. Ah ja, gut. Hier ist noch ein Waldopfer. Oh je. Wer zum Teufel seid ihr? Sagt euren Meistern, ich würde es vorziehen, mit ihnen persönlich zu sprechen. Na gut, dann muss die Luzi dran. Das ist der Nachteil. Geht nicht weiter. Ihr Reich ist der Tod. Kassandra, unsere Königin, unsere verwesende Mutter, Herrscherin über unsere Seelen. Wer seid ihr? Ich bin ihr Opfer. Ich bin ihre Marionette. Ich bin ihre Seele. Erzählt mir über diese Kassandra. Die Lichtkönigin. Ihr könnt sie nicht berühren. Ihr könnt sie nicht durchbohren. Ihr könnt sie nicht töten. Bis in alle Ewigkeit wird sie regieren. Ewig sind wir ihre Marionetten. Okay, da hat sich dann das Tagebuch aktualisiert. Hab ich gesehen. Dann gehen wir mal weiter aufdecken. Ich starre noch auf das Waldopfer. Da oben da ist übrigens Vorsicht, da ist ein galvanisierter Wächter. Aha, stimmt. Ja. Da ist auch eine Falle, aber wir sollten dann vielleicht erstmal weiter links gehen, oder? Hier runter? Ja, erstmal links, ja. Hier habe ich auch sehr dafür. Da ist nämlich noch ein Waldopfer. Oh. Ja, sagt er mir auch. Kassandra, unsere Mutter, unsere Königin, unsere Mörderin, unsere Leiche. Wer seid ihr? Ich bin das Opfer, okay. Erzählt mir über diese Kassandra. Die Toten entrichten ihren Tribut. Der Tempel ist ihr zur Ehre, der Tempel der Toten. So, dann tausche ich nochmal auf Madora. Madora. Bist du da? Ja, ich bin hier, ich schaue. Aber meine sind irgendwie so lahm. Da ist ein Kaninchenbau und ein Waldopfer. Ja. So, Luzi, komm. Kehrt um. Diese Lande gehören ihr, die Königin. Die Königin der Toten, die Königin der Verdammten, Kassandra. Erzählt mir über diese Kassandra. Der Tempel lehnt das Leben ab. Der Tempel empfängt einzig die Toten. Sie lehnt das Leben ab. Sie herrscht über den Tod. Was ist da oben das für eine Kutsche? Verfluchte Wilderer sind das. Okay, da würden wir wohl kämpfen müssen, ne? Davon würde ich ausgehen. Weil da geht's nämlich weiter. Die Frage ist, kann man gegen die kämpfen? Normal schon. Sich noch heilen. Ja, ich war irgendwie nicht ganz voll. Ich habe auch nicht ganz voll, sehe ich gerade. Was könnte ich denn mal gerade konsumieren? Ja, jetzt bin ich ganz voll. Okay, soll ich hinlatschen? Ja, dann latscht die Luzi, also die Madora hinterher. Ja. Soll ich direkt angreifen? Können wir doch machen. Die sind leider außer Reichweite. Die reden wahrscheinlich noch zuerst mit uns. Meinst du? Was sind das für Viecher? Oh Gott. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Nee, reden nicht. Seele des Stiers. Ach, du ahnst es nicht.
Ja, du ahnst es nicht. Bei mir hat sich ein verfluchter Wilderer vorgedrängelt, leider. Entschuldigung. Hast du den eingefroren? Das geht? Ja. Ist ja cool. Ah, leider ist das Verzaubern fehlgeschlagen. Oh ja. Was war das? Ah, du bist noch am Justieren. Ich weiß noch nicht, was ich da genau mache. Wow. Ja, kann man sagen. Aua. Der verstärkt erstmal. Er segnet. Oha. Das war klar. Aua. Oh je. Selbst das Special-File haben wird. Okay, das ist gut, dass er vorrennt. Dann kann man ihn besser besiegen. Was macht der jetzt? Aua. Wolkraf eingefroren. Ein Sprint fehlgeschlagen. Sehr schön. Das sind eine ganze Menge Leute, ne? Schön. Wow! Das war ein schöner Gelegenheitsangriff. Okay, der hat sich dahin ge... Er hat gesegnet. Das Wildschwein kommt. Aua. Aua. Ah, und noch ein Wolf. Kannst du den Dings beschwören? Ich muss jetzt erstmal überhaupt nochmal an die Reihe kommen. Alles gut. Wolfgraf ist nicht so wirklich am Zug. Du bist jetzt da mittendrin an der Reihe. Zwei kritische Treffer, Wahnsinn. Mehr kann ich auch nicht tun. Ja. So, dann... Baden? Nee, den Nico. Sie hat gesagt, ein Baden. Schön. So. Einen schon mal weg. So. Beim einem XP kann ich wohl nichts machen. Okay, der geht auf den Nico. Das ist aber nicht schlimm. Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Soll er doch. Vor allem Nico und vergiften. Wer ist jetzt eingefroren worden? Nee, weiß ich gar nicht. Der Stier? Oh, was war das denn? Was ist denn da passiert? Irgendeiner ist gerade gestorben. Ich glaube, der Nico einen Gelegenheitsangriff gemacht, oder die Madora? Ich weiß es nicht so genau. Ich konnte es gar nicht sehen. Oha. Es gibt, die geben auf jeden Fall gut EP. Ja, die geben auch gut Schaden, wie du gerade siehst. Dieses Wildschwein killt mich einfach mal so. Der Wolf ist nicht besser. Ui. Schade, es verzaubert nicht. Das klappt irgendwie nicht. Nee, die können irgendwie nicht verzaubert werden. Das habe ich nur mal testen wollen. Ist leider nur unterkühlt. Kannst du ihn irgendwie töten, den Wolf? Nein, ich habe keine Punkte mehr.
Aber ich bin nächste Runde genauso tot wie du, ne? Ist er jetzt niedergeschlagen oder ist das nicht? Er ist niedergeschlagen. Doch. Ja. Heil dich auf alle Fälle. Der Wolf ist tot, das, ne? Ja, das war, glaube ich, jetzt der Zielflug. Der verfluchte Wilderer tötet jetzt mich. Ist das so? Ja, davon gehe ich aus. Sei denn, er macht was völlig Unerwartetes. Es ist rasend vor Wut. Und rennt woanders hin. Auf die Madora oder auf die Nico geht er. Keine Ahnung. Okay. Jetzt darfst du. Du kannst dich jetzt erstmal heilen. Das Wildschwein ist niedergeschlagen, das ist gut. Jetzt stehen nur leider, stehen wir gerade aus strategischer Sicht, also taktischer Sicht total falsch. Der verfluchte Wilderer ist für dich eine massive Gefahr. Ich stelle den Nico mal dazwischen irgendwie, zumindest in die Richtung. Mhm. Jetzt ist der Wolgraf dran. Ja. Ich denke noch nach. Hast du noch mal so einen Pfeil, der mehrere trifft? Nee, ne? Danach kann ich nichts anderes mehr machen, dann wird er sterben. Mhm. Dankeschön. Aber es ging auf. Der Plan. Kann nur noch eins probieren. Ah, ne, ich habe überhaupt nichts, keine Heilfläche, nichts, was ich mit diesen AP noch nehmen kann. Ich nehme jetzt trotzdem mal den Giftresistenztrank. Vielleicht macht das einen Unterschied, falls mich irgendeiner vergiften will. Ich muss mal gerade gucken, ob die Madora was zu essen hat. Das kann ich dir nicht sagen. Die musste ich nämlich auch ein bisschen heilen. Niedergeschlagen. Ich habe noch so eine Liebesgranate. Ich werfe die jetzt einfach mal, um zu gucken, ja? Ja. Ja, oh, hat geklappt. Das 3 Stück. Vergibt uns ein bisschen Luft. Atempause. 3 von 4 sind jetzt verzaubert. Die nicht verzauberten liegen am Boden. Ja. Also doch einfacher zu verzaubern als gedacht. Da kannst du jetzt nur noch das Wildschwein am Boden angreifen. Vor dir und Nico auch. Und ich kann hier den verfluchten Wilderer am Boden angreifen. Danach haben wir noch 3 Gegner. So, was soll ich jetzt angreifen? Das Wildschwein am Boden, was da liegt. Und das kannst du auch mit Nico angreifen. Der steht ja direkt daneben. Kann er direkt drauf gehen und dann kann ich hier direkt diesen verfluchten Wilderer... Ich geh mal da in die Mitte, damit die auf den nachher gehen. Ja, wenn er noch da ist. Wie viele Runden ist er noch da? Okay. 2 Runden, wenn er überlebt. Wo ist denn der Wilderer hier? Okay. Der ist, ja, genau. So, jetzt ist er dran und also das Wildschwein liegt, ist wieder aufgestanden, ne? Ja. Ach ja, die gehen ja auf die eigenen, habe ich fast vergessen. Ah, das ist schon mal gut. Die Liebesgranate hat sich gelohnt. Ja, definitiv. Schön. Das war's. Das hat sich richtig gelohnt. Das hat sich richtig gelohnt, ja. Und er hat uns mitgesegnet. Ja, was immer es bewirkt. Trefferwahrscheinlichkeit plus 30%. Hat dich verstärkt. Ah ja. Ich muss jetzt trotzdem anfangen, die zu bekämpfen. Da könnte ich gerade mal mich heilen, ne? Ja, wir können das jetzt mal kurz als Verschnaufpause nutzen, tatsächlich. Ja, so ein bisschen wieder hochkommen.
Ja, hab einen Kürbis verzehrt und Medipack genommen. Einen ganzen Kürbis, der arme Wolgraf. Ich muss mich nachher bei Gelegenheit mal um. Neben dir, der verfluchte Wilderer ist nicht mehr verzaubert. Die sind alle nicht mehr verzaubert. Ach ja, dann kann ich ja besser angreifen. Ja, wenn du nicht heilen kannst. Nicht so wirklich. Wow. Ich guck mal, was die Luzi noch im Petto hat. Mhm. Gucke mal. Die Überlegung wäre, mich jetzt ein bisschen zu heilen, eventuell. Aber ich bin eigentlich ganz gut geheilt, dann kann ich auch angreifen. Gut. So. Ich kann sie zweimal angreifen. Am besten auf den verfluchten Wilderer, oder? Das ist ja eine Frage der Reichweite. Ich komme nämlich nirgends dran, so wie ich das kenne. Und da ich sehr weit runter bin. Würde ich mir auch einen Kürbis erstmal gönnen. Und danach noch ein Honigglas. Mehr mache ich da noch gar nicht. Ja, der Nico darf noch mal. Vielleicht reicht das, um den zu töten. Genug Aktionspunkte. Schön. Oh, schade. Ah, fast. Naja, dann schieße ich dann ihn ab. Wir gehen mit dem Nico aber auf den Stier drauf. Der steht nämlich. Der Stier ist gefährlicher. Den kannst du vielleicht noch schwächen, bevor. Was war das denn? Hast du... Ich habe ihn ausgesaugt und der Nico ist aber gerade gestorben. Tut mir leid. Okay. Die Runde war um. Aber wir haben nur noch den Stier jetzt. Da bin ich ja froh, dass ich mir gerade einen Pilz gegönnt habe. Ah, das gesegnet bedeutet Trefferwahrscheinlichkeit plus 30%. Ja. Boah, der hat keine erkennbaren Lebenspunkte mehr. Ja, ich kann aber nichts mehr tun. Ja, aber die Luzi kann. Tschüss. Ohne Kiste. Da liegen zwei Pfeile für den Wollgraf, musst du gleich mal gucken. Ich kümmere mich jetzt erstmal um den Kumpel. Käse kann er noch essen und dann kann er warten. So. Genau, erstmal wieder hochheilen. Ja, ja, der Kiste traue ich nämlich keinen Meter. Dauert ganz schön lange. Die Verfluchten sind jedenfalls von uns gegangen. Der Wald, der sieht ein bisschen netter aus. Nimmst du mal die beiden Pfeile noch für Wolgraf? Ja, gleich. Wenn ich mal hier mit dem Heilen fertig bin.
Jetzt bin ich fast ganz. Die Luzi ist auch fast ganz. Dann esse ich gerade noch eine Tomate hinterher. Jetzt bin ich ganz. Jetzt muss der Wollkraft sich selbst noch mal kurz ein Medipack anlegen. Ja, ich warte einfach, bis dieses Heilen jetzt noch mal hoch ist. Dann so. Brauche ich nicht so viel Nahrung verschwenden. Ja, so, also. Wollkraft, sagst du, Pfeile. Ah ja. Dann lassen wir sie ihn doch direkt nehmen. Ich hab ja Glück, vielleicht gehe ich jetzt mal in die Kiste. Ach ja. So, ich gebe dir direkt was. Warte mal, machen wir anders.